So, grüßt euch miteinander. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf der Obergräbach beim Agrarservice Niederbayern-Projekt. In der letzten Folge haben wir Ballen gepresst und die Ernte heimgebracht. Und jetzt machen wir uns dran, die Ballen auf zum Raumen. Allerdings stellt sich jetzt die Frage, legen wir die einfach so am Hof oder kaufen wir uns ein Ballenlager? Ich würde sagen, dass wir uns hier so ein Ballenlager kaufen bei 150. Ist jetzt nicht unbedingt weit. Und es ist halt ordentlich vernarmt. Ja, genau. Strohballen, was sind denn da? Rundballen, Stapelstroh. Ja, da herum ist eigentlich ein super Platz dafür. Ja, genau. Da haben wir so her. Weil wir direkt am Kuhstall sind. Und da brauchen wir eigentlich das meiste an Stroh. Da unten ist gleich der Schweinestall. Ja, das passt. Kommt da her. Zack. Ah, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die Textur, ob wir die da übermalen können. Das war ja offen geil. Nein, leider nicht. Okay, gut. So, Ballenlager ist gekauft. Dann da die Song gehen wir so und bringen wir die Ballen nochmal heim. Ja, wir arbeiten mal ohne Autoload. Und erst einmal auch ohne Hänger. Sondern nur mit Frontlader und Heckspieß. Also für Ballen sind es gar nicht geworden. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Aber das hat sich, glaube ich, mit 4-5 Mal gefahren, hat sich das erledigt. Genau. So. Dann fahren wir mal auf unser Wanserfeld. Und wenn wir das dann erledigt haben, ist der nächste Schritt Feld 18 Gruppen. Feld 1 und 18 Kalk zum Strah und dann beides wieder anzusehen. Was drauf kommt, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich spontan. Beziehungsweise, wenn ihr Lust habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Aber bitte nicht keine Baumwolle oder so. Also, das gehört. Das ist eine deutsche Map. Und bei uns wächst halt einfach keine Baumwolle nicht. Deswegen, da würde ich sagen, bleiben wir erst einmal bei den Standardfrüchten. Ich glaube, es ist auf dieser Map sogar Vermehrungsgras integriert. Ja, super. Super. War die Überlegung wert? Ja. Schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt bringen wir erst einmal die Ballen rum. Testen wir mal die Ballengabel. Kann man da noch irgendwas verstehen? Nö, kann man nicht. Kann man dann. Ah, kann man nicht. Aber der heute glaube ich ganz gut. Genau. Da unten haben wir eine Gradanzeige, also der Mod ist auch sehr schön. Aber ja, bei manchen, so wie beim Betrag absolut gar nicht über die Motorhaube drüber sägt. Erleichtert das Leben schon. Weil ich einer bin, der schon gerne in der Innenansicht spielt. Weil das ist ja ein Simulator. Jetzt testen wir das einmal. Ah ja, der sitzt da gut hinten drauf. So, ab zum Hof. Na gut, dass die Wege nicht so lang sind. Na, links, rechts schau. Braucht man rein theoretisch eigentlich nicht, weil auf der Map habe ich noch keinen Verkehr nicht gesehen, außer im Dorf. Aber es schaut jetzt schön aus. Ein echter Leben ballert ja nicht einfach von der Wiese auf die Straße raus. Aber kann man machen, sollte man aber nicht.
nochmal, wie das Ballenlager funktioniert, ob das reicht, wenn man wirklich nur hinfährt oder ob man es abplanen muss. Oh, sehr schön. Gut, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der am realistischen darzustellende Zug. Aber ihr wisst ja, Landwirtschaftssimulator und Ballen, das ist immer so ein bisschen, vor allem Rundballen. Es gibt immer so ein paar kleine Probleme und deswegen ist so ein Ballenlager nicht verkehrt. Und auch wenn es Autostack ist, aber gut. Bevor uns der Server abschmiert, machen wir das lieber so. Wofür haben wir denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, ah ja, schon her. 2, 6 sind es. 6, ja, das passt, da können wir schon. Das ist nur dreimal vorne und gut ist. Also, das hält sich in Grenzen. Da brauchen wir auch kein Timelapse nicht machen. Der ist echt schön gemoddet, also das muss man schon mal sagen, also Hut ab an die Modder, die was sie die Mühe machen, das wirklich so originalgetreu hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber bei dem ist das auch echt schön mit dem GPS gelöst. Da ist nicht einfach bloß oben auf dem Dachl so ein GPS-Empfänger dazu gekommen, sondern sagt es das Kabel und die Antenne. Geil, also da bin ich. Für sowas bin ich Feuer und Flamme. Ich bin ein riesengroßer Fan von Simply IC. Habe ich zwar noch nicht mit drauf, aber werde eventuell noch kommen. Auch wenn es für mich immer ein bisschen umständlich ist, ich zocke mit dem Controller. Aber vielleicht tut sich da sogar noch was im Laufe der nächsten Zeit. Warum packt da die Kamera immer so rum? Komisch. Also vielleicht die Kollisionskamera noch deaktivieren. Mal wieder mal an der Biogasanlage vorbeifahren. Es bleibt immer ein Thema im Hinterkopf, weil früher oder später werden wir uns diese zu Genüge führen und mit der ein bisschen arbeiten und ein bisschen das Konto aufbessern. Jetzt haben wir da auch einen Unterstand. Schaut, dass die Anzeige, die Frontlader-Anzeige nur funktioniert, wenn man einen Frontlader als Gerät ausgewählt hat. Mein Gott. Das kann man so eintüchen. Ich habe da nämlich gestern einen wunderschönen Mod gefunden. Einen Deutz Freisicht. Für die ältere Generation unter euch, die werden das noch kennen. Die Jünger nimmer. Das war damals eine, wie soll ich sagen, eine unheimliche Neuerung. Er hat nämlich eine abgeschreckte Motorhaube, da ja der Name Freisicht. Und der ist ja für so Frontlader arbeitet man so, ist der perfekt.
Wir haben wirklich fast bis am Wohnmobilsekt gefahren. Und da ich sowieso so ein kleiner Deutz-Fan bin, weil das echt schöne Traktoren sind, vor allem die neuen, also die 7er und die 9er Serie. Also die schauen schon, die haben schon einen brachialen Ausdruck, einen bösen Blick, also das ist ein Traktoren. Wenn man dann noch so einen 9er, so einen Warrior hat, der auch noch richtig brüllt, ah, das ist schon, ah, blüht das Herz auf. Schauen wir mal, ob das auch so packt, wenn wir anders hinfahren. Na, es geht super. Schön war, wenn es eine Möglichkeit gab, wenn man in der Innenansicht bloß einen Knopf drücken muss und dann schaut er automatisch nach hinten und wieder nach vorne. Soweit ich weiß, glaube ich, ist das in der Reverse-Kamera inbegriffen. Aber die, wenn man drauf hat, also es ist schön, die Reverse-Kamera. Also, da schaut man dann so nach rechts raus und dann ist es wie beim Lastwagenfahren. Dann schaut er so nach hinten. Allerdings, fehlerfrei ist anders. Also die mag eigentlich nicht wirklich mit irgendeinem Mod schön zusammenarbeiten. Deswegen ist die wieder auf dem Mod-Ordner rausgeflogen. Das ist denn da los? So geht der so schnell. Rahmen wir dann noch ein bisschen zurück. Ja, schaut schon ein bisschen aus. So. Ja, definitiv. So, das war jetzt der letzte. Was bringen denn die momentan ein? Beziehungsweise was für Verkaufsstation nimmt denn Strohballen an? So, Stroh, Agroma, Agrilb und die Scheune. Wo ist denn Agroma? Schauen wir mal, BGH-Händler. Agroma. Na, ich würde sagen, schauen wir jetzt einmal vorbei. Und schauen wir uns das einmal an, wie das ausschaut. Mit Ballen haben wir jetzt 8 daheim. Naja, das darf eigentlich für den Anfang ist das voll ausreichend. Ich meine, die zwei gleich einmal verkaufen. Na, ich finde das schön, wie der hin und her wackelt bei den Bodenwellen. Also, unglaublich schöner Simulator. Also, ich selber spiele ja seit dem 08er. Am Anfang auf PC, dann zwischenzeitlich auf Konsole und mittlerweile wieder am PC. Dadurch, dass der PC halt. Ja, er bietet halt einfach viel mehr Möglichkeiten als Konsole. Allein von den Mods her. Und von den Skripten und so. Also, das ist schon ein Spielerlebnis. Oh, haben wir da Banshee? Schön. So, und wenn wir nicht alles täuscht, haben wir da Agroma, ja. Und wo nimmst du jetzt so die Ballen an? Den hast du nicht da, oder? Oh, doch. Oh, das rentiert sich.
Bist du deppert? Ja, gut. Ein armes davon, Kinder, ja. Ah ja. Gut, dann bringen wir zu unseren Traktor haben. Bauen wir Frontlader und Ballenspieß ab. Und organisieren wir uns ein bisschen Kalk. Dann können wir es nämlich auch, damit wir unsere Felder kalken und gruppern können. Stellen wir den unserem Frontlader hier. Ah, hab schon einen Platz gefunden. So. Frontlader. Weiter damit. Und die Ballengabel kommt da hinten an die Hausmauer. Ah, schön, wie es auch abgenutzt wird. So muss das sein. So, ich sehe gerade, das war es leider schon wieder für heute. Hab mich gefreut, dass ihr dabei seid und zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, erzählt es eure Feind. Und wenn ihr irgendwelche Mods oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge für mich habt oder Ideen, einfach euch sie unten in die Kommentare rein damit. Also, danke fürs Zuschauen. Einen schönen Tag noch, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Fährt euch.